field. Most people never been, so you gotta give some respect to a man moving slow in control of 80,000 pounds of rolling death. This song is for the truck driver on his freight across this land. Make a loud noise for the dirt boys on a rock or a load of sand. Can I get a what's up to the beer truck for the cold one in my hand? This song is for the truck driver. Let me tell you, thank you, man. So, Freunde, wir waren jetzt gerade im Visitor Center hier in Lovely, Nevada und haben uns informiert, was für geile Sachen es hier zu machen gibt. Und die junge Frau wusste nicht mal in der riesigen Auswahl, was sie uns als erstes geben soll. Nachdem die Einkaufstour in der Dead Mall ein Reinfall war und der Riverside Walk auch tote Hose war, haben wir uns dort informiert und die hat echt die Hautkrache raus für uns junge Leute. Als allererstes eine Riverside Boot-Tour, eine Rentner-Tour auf dem Fluss entlang. Top 1 übrigens. Top 1. Top 2 hat auf jeden Fall den Platz verdient. Das Colorado Museum Bullhead City. Alles klar, damit überzeugt man junge Leute. If you've ever been on 18 wheels, then you know what I'm talking about. The sound of a cannon going off behind you when the tire blows out. Deliver that load, keep it steady. Einen wunderschönen guten Morgen aus Amerika am Tag 15, meine ich. Bin schon gar nicht mehr sicher. Wir waren gestern in Loveland. Naja, man sagt drüber, es ist das kleine Las Vegas. Ganz ehrlich, abends hatte das richtig Charme, tagsüber, naja, ein bisschen langweilig, ganz ehrlich. Wir wollten ein bisschen Jetski fahren, $110 für eine Person, wohlgemerkt. Total bescheuert. Dann wollten wir eigentlich einen kleinen Reittrip quer durch die Prärie machen. Wäre eigentlich ganz interessant geworden. Allerdings war keiner aufzufinden, außer die Pferde. Leider, leider schade gewesen. Dann sind wir einfach auf diesen USS Riverside drauf. Wir haben uns mal ein bisschen hoch und runter fahren lassen zu dem Damm und ein bisschen die Geschichte über Loveland erklären lassen. Dass also einer, wo in Las Vegas sich eine goldene Nase verdient hat, einfach hier ein neues Vegas aufbauen wollte. Ganz, ganz interessant eigentlich. Und nachdem das zu Ende war, sind wir dann gemütlich erstmal All You Can Eat essen gegangen für $13. Das ist ja mehr kein Wunder. Es war aber auch wieder erschreckend, Freunde, das zu sehen, für $13, wie dick dort die Leute sind, weil sie einfach essen können, so viel eigentlich reinpasst. Da sieht man 200 Kilo schwere Leute mit Thrombosestrümpfe, die kommen kaum an dieses Buffet hin, aber trotzdem wieder fett den Teller vollpacken. Bisschen erschreckend. Wir haben natürlich auf die Linie geachtet, so wie es gehört. Und heute sind wir unterwegs nach Palm Springs. Zuvor geht es aber in den Joshua Tree National Park. Und wir schauen uns dort einfach mal um. Und ihr dürft wie immer mit. Wir sind jetzt angekommen im Joshua Tree National Park. Wir waren kurz am Visitor Center und haben uns eine Karte geholt. Informationen heute ganz wichtig, langsam fahren, denn sonst springt euch so ein suizidgefährdendes Turtle kurz auf die Straße. Nee, man soll einfach aufpassen, weil es heute geregnet hat. Hohe Luftfeuchtigkeit sind die unterwegs. Ich habe mich diesmal sofort informiert über die Schlangen. Also hier gibt es definitiv Klapperschlangen und so weiter. Aber rein theoretisch soll es heute zu kalt sein, obwohl es wird schon ein bisschen wärmer. Ich höre es trotzdem hier irgendwo überall rascheln.
gucke mich da gleich mal um. Was ich aber faszinierender finde, wenn wir mal kurz hier rüber schauen, die Landschaft hinter mir, eigentlich ganz, ganz normal, ein bisschen wüstig und so weiter. Und was für mich am befremdlichsten ist hier, sind die Steine hinter mir. Wie wenn die gar nicht reinpassen. Rund, eigentlich eine kahle Landschaft und ihr seht es dort hinten auch, wie wenn die hier gar nicht hergehören. Wir schauen uns um und ihr kommt wie immer mit. Wir sind jetzt im Jarlow Garden hier ganz weit unten, wo sich zwei Wüsten treffen. Einmal der California Desert und die Mojave Wüste. Und ihr seht hinter mir eine ganz merkwürdige Gegend. So, wir sind immer noch hier im Joshua Tree National Park unterwegs und ganz interessante Story. Wir sind hier an verschiedenen Aussichtspunkten schon durchgelaufen und haben am letzten Aussichtspunkt einen Motorradfahrer getroffen, der uns eigentlich nur nach dem Weg fragen wollte, hat uns dann aber hier auf eine ganz, ganz interessante Geschichte gebracht bzw. erzählt. Wir sind hier an einem Ort, wo was, naja, einerseits Schreckliches, aber auch irgendwie Komisches passiert ist. Keine Ahnung, wie man das sagen möchte. 13 Meilen von hier liegt Joshua Tree Village. Da gibt es ein Hotel, Motel in Joshua Tree Inn. Und dort war ein Musiker, das muss irgendwie auch ein Club sein, keine Ahnung, wo Bands auftreten. So wie zum Beispiel die Eagles kennt. Einer von euch mit Sicherheit, wo Hotel California und so gesungen haben. Auf jeden Fall ist dort dieser Musiker in dem Zimmer gestorben und rein, ja, so wie man es erkennt, würde der überführt werden zu seinem Geburtsort und dort begraben. Das wollten die aber nicht. Die Freunde, beziehungsweise weiß nicht, ob es vielleicht auch sein letzter Wunsch war. Das heißt, auf jeden Fall haben die abends den Körper gestohlen und sind hier, wo wir jetzt gerade sind, in diesem Rundgang, im Cap Rock, die Leiche verbrannt. Eine richtig krasse Story, finde ich. Und das macht das Ganze doch nochmal ein bisschen spooky. Shine with rhyme, move them around. Take it slow, watch the smoke we blow. Bring California swinging, this thing for show. Well, hey there, baby doll, dance the go-go. Off a little mentally, I see it in slow-mo. Hollywood, the east side, Hub City and Frisco. Fires at the flyers, fires up in the disco. Whoa, whoa, oh, now here we go. Mira, delincuentes, bum rush the show. Aquí en Cali, where trees so sweet. And these habits is feeling airy on this rug be beating on. Summer nights, we use our feet. Keeping in mind the danger walking on these LA streets. So what eyes that reflect is the waves inshore. Through the smoke of the green, you see burn next door. And the birds sing, but they don't tell the truth no more. And the night's hot, so you just better lock your door. California. Days is hot, nights get hotter. Fathers better watch your daughters. From California.
So, nach einer richtig anstrengenden Fahrt nach Los Angeles, wo ich mit meiner Frau zweimal gestritten habe. Also Los Angeles, Freunde, geht da nicht mit eurer Partnerin hin, weil der Verkehr, der fordert euch. 7 Spuren und ihr müsst zum Beispiel von ganz links nach ganz rechts und die lassen euch nicht rüber. Also richtig, richtig anstrengend. Ich bin auch richtig kaputt jetzt vom Fahren. Machen wir kurz eine Roomtour. Wir haben wieder ein Motel gebucht. Großes Bett, großer Spiegel. Dann haben wir hier eine kleine Küchenecke, wo man halt das Nötigste machen kann. Mikrowelle, Kühlschrank und halt das Nötigste. Dann geht es nach hinten weiter. Da kommt dann das Bad. Eigentlich auch ganz das übliche Toilette, Bad, Waschbecken. Ja. Das Nötigste, was man braucht, wir sind ja nicht hier den ganzen Tag auf dem Zimmer zum Verblimpern. Wir wollen jetzt vermutlich, wenn ich mich beruhigt habe, den Strand runter, vielleicht ein bisschen mit den Bikes cruisen oder so, keine Ahnung, mal schauen, was uns hier so erwartet.